zu dieser Protestaktion. Das Wetter ist heute angenehmer als bei unserer letzten Protestaktion anlässlich des Besuches von Nazarbayev. Das war am 7. Februar gewesen. Trotzdem ist die Lage in Kasachstan weiterhin alles andere als erfreulich. Es ist aber seit dem 7. Februar, als wir anlässlich des Staatsbesuches von Nazarbayev protestierten, sind ein paar Dinge geschehen. Die Anwältin der streikenden Ölarbeiter von Schanaosen ist wieder auf freiem Fuß, Natalia Sokolova. Hallo, geht das? Ja, vielen Dank, Aaron. Ja, mein Name ist André Humko. Ich war für den Europarat im Januar in Kasachstan als Wahlbeobachter und habe in dem Zusammenhang Natalia Sokolova besuchen dürfen und in Atyrau, in der Ölarbeiterstadt Atyrau, im Frauengefängnis. Und ich war auch in der Stadt Schanaosen, wo diese Angriffe auf die streikenden Ölarbeiter am 16. Dezember waren. Und zu dem Zeitpunkt, als ich da war, war Schanaosen noch im Ausnahmezustand. Erstmal will ich sagen, dass ich mich unglaublich freue, dass Natalia Sokolova freigelassen wurde. Das ist ein Erfolg, denke ich, von uns allen, von der internationalen Solidaritätskampagne. Ich will allen danken, die sich dafür eingesetzt haben. Was sehr erfreulich ist, ist, dass letzte Woche das Europäische Parlament sich mit diesen Vorgängen beschäftigt hat, insgesamt mit der Kasachstan beschäftigt hat. Und es ist eine Resolution mit sehr großer Mehrheit verabschiedet worden, die viele dieser Forderungen auch aufgenommen hat. Sowohl die Freilassung von Natalia Sokolova, und sie ist mittlerweile frei, aber auch die unabhängige Untersuchungskommission, die Darstellung der Ereignisse am 16. Dezember in dieser Resolution ist doch sehr anders als von der kasachischen Regierung. Es wird von friedlichen Demonstranten gesprochen, in die hineingeschossen wurde. Und auch die offizielle Zahl von 17 Toten und knapp 100 Verletzten wird in Zweifel gezogen und für wahrscheinlich erklärt, dass es mehr waren. Auch eine unabhängige Untersuchungskommission vom Europäischen Parlament wird in dieser Resolution gefordert. Ich finde das einen sehr, sehr wichtigen Schritt. Auch das ist ein Erfolg der internationalen Kampagne. Auch wenn es in dieser Resolution andere Punkte gibt, die wir als Linke kritisch sehen, etwa der positive Bezug auf die WTO oder die Darstellung der neuen Arbeitsrechte in Kasachstan, die wir auch kritisch sehen. Dennoch, diese Resolution ist ein positiver Bezug und wir sollten auch diese Resolution nutzen, um die weitere Repression, die in Kasachstan stattfindet, zu kritisieren und auch die Freilassung vor allen Dingen anderer Menschenrechtsaktivisten und Gewerkschafter zu fordern. Nach wie vor sind viele, viele im Gefängnis und vielen drohen lange Haftstrafen in Kasachstan. Ja, ich habe nur eine kurze Rede vorbereitet, bin nicht so super erfahren, aber ich will es einfach ablesen. Ja, also ich denke, wir sollten uns hier auch alle daran erinnern, dass demokratische, soziale und insbesondere auch gewerkschaftliche Rechte in der gesamten Geschichte der Arbeiterinnen und Arbeiterbewegung immer nur durch Kämpfe erreicht wurden. Also wir müssen das selber tun, und eines der wichtigsten Prinzipien in diesen Kämpfen war immer die internationale Solidarität mit Arbeiterinnen und Arbeitern und eben auch vor allem in solchen Ländern, die besonders durch den deutschen Imperialismus und seine Komplizen ausgebeutet werden. Ich denke, wir haben am 7. Februar abends zu Recht gerufen, Nazarbayevs Mörder, Merkel Komplizin. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die ganz genau wissen, warum sie ihre Geschäfte machen und ganz genau wissen, warum sie über soziale und
demokratische Rechte eher schweigen. Also wenn Merkel dann sagt, ja, natürlich haben wir darüber auch gesprochen, ist es eher so, naja, ach, wisst ihr, die Frage kannst du stellen oder nicht, ist mir egal. Wir würden auch gerne, will der Botschafter nicht rauskommen und auf unsere Fragen antworten? Natürlich nicht.